Ich weiß noch nicht, wie sinnvoll die dann im Kampf sind und wie stark. Oh. Ich weiß noch nicht, was er gerade macht, aber es ist ein Elementzauber. Ich will ihn einfach haben, weil ich gerade auch nicht so viel zu tun habe. Transversales musst du nicht versuchen. Spurlos, ja, was weiß ich. Bewegung, aber auf jeden Fall Acceleratus kennt man ja auch. Oh, oh. Ja, die Punkte aus. So. Einen letzten habe ich noch. Wofür mag ich den wohl? Flimflam ist Quatsch, braucht kein Schwein mehr. Wir haben ja den tollen, schönen Stabzauber. Körperkraft steigern, auch mal so ein Ding. Stimmt ja. Visibly kannst du auch, alles gut. Könnte ich bitte ein bisschen höher machen, aber... Komm, einen rein. Ah, und verkackt. Positiv, Körperkraft. Negativ, immer mit Neugier. Weil ich glaube, Neugier hat... Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube wahrscheinlich auch ein bisschen mit Magieresistenz zu tun. Und es misslingt bei jedem irgendwie. Oh, 7 Punkte. So, aber auch du... Na, du bist ja doch eher der Angreifer. Samira ist so ein bisschen magisch, habe ich das Gefühl. So mein Empfinden. Trotzdem möchte ich sagen, 3 für die Leben, 4 für die Astralakim ist auch ein bisschen anzunähern, auf lange Sicht gesehen. So, fangen wir hier an. Misslungen, das ist schön. Geschafft, das ist noch schöner. Misslungen ist nie gut. Misslungen ist echt kacke. Geschafft. Oh, bin ich glücklich. So, immer seht es zuerst. Waffenattacke. Attacke hoch. Und die beiden Dinger da. Wobei ich glaube, dass ich das nicht groß brauche, außer bei dem ersten in der Gruppe. Aber ich habe es ja bei jedem. Das ist ja ein Punkt. Das sind 2 Punkte pro Steigungsversuch. Und ich denke, es ist sinnvoll, wenn jeder das hat, letztendlich, weil. Ist einfach meine Meinung. So. Klettern! Juhu! Mehr klettern? Juhu! 7. Gott. Bin ich da auch schon mal durch. Schwimmen. Misslungen. Schwimmen der zweite. Geschafft. Und schwimmen noch einer. Misslungen. Oh oh. Meine Punkte neigen sich dem Ende zu. Das Gute ist aber auch, dass ich bei Körper halt auch auf absehbare Zeit Mist nichts mehr investieren muss. Also der Bereich fällt auch bald komplett aus bei allen. Wenn ich hier meine 7 Punkte bei allem habe. So. Jetzt habe ich Natur gar nicht gemacht bei jedem. Das ist eigentlich das Wichtigste noch bald. Ja, nicht unbedingt. Vielleicht ist eher noch Wunden heilen, das Sinnvolle. Misslungen, schöne Sache. Also man sieht hier schon wieder, hier wäre mehr ganz gut gewesen. Vielleicht Gift heilen? Ah, bleib mal bei Wunden. Okay, verkackt komplett. Schön. Fulmen! Immer auf Fulmen. Fulmen macht Spaß. Einzige wirklich sinnvolle Angriffszauber. Außer Ignifazi, der fährt auch noch ganz gut. Weiß man auch nicht so genau. Aus der bisherigen Anwendung kann ich echt sagen, dass Frühling mehr Schaden macht als Ignifazi. Ich weiß nicht wieso. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung. Eisenrost auch bei dir. Blitz dich, Find, geht auch. So. Flimflam, nein, danke. Ich hatte mal so eine Übersicht auch und ich würde die auch wahrscheinlich wiederfinden, richtig fix. Ich habe jetzt so einen Favoriten im Explorer gespeichert irgendwo, wo halt wirklich stand, welche Zauber sinnvoll sind und welche nicht. Und ich, das waren nicht sehr viele. Es waren tatsächlich nicht sehr viele insgesamt. Ist alles im Positiven, meine Güte. Und, daher glaube ich auch, ich mache tatsächlich sehr viel hier umsonst, einfach die ich aber nicht brauchen werde. Dann wiederum gibt es so viele Zauber, ich weiß gar nicht, wieso es die gibt, wenn man die nicht alle nutzen sollte oder könnte für irgendwas, was noch halbwegs sinnvoll vielleicht ist. Ach, ich weiß es einfach nicht. Ist schon wieder vorbei hier. Bewegung, Acceleratus, kennt man ja. Doch einer? Ja, es ging 2, ich bin begeistert. Über Eis, ach nee. Transversales schaffe ich sowieso nicht mit ihm, das muss der Zauberer machen. Ja, auch damit spielt er durch. Hier, guck mal, Elementzauber, den ich jetzt, glaube ich, freigeschaltet habe. Ich glaube, bei minus 3 war es gewesen, wo man einen nutzbar machen konnte, oder? Glaube ich. Egal, Geister rufen auch bei dir. Boah, ich bin auch gerade wieder an meiner Grenze, wo ich nicht mehr weiß, was ich jetzt genau machen soll bei ihm, tatsächlich. Wie gesagt, bei vielen Dingen brauche ich einfach gar nicht erst versuchen, weil minus 15, das schaffst du in einem Spiel nicht. Das kriegst du niemals auf einen nutzbaren Wert runter. Pro Level hast du maximal, pro Level schaffst du höchstwahrscheinlich, das einmal zu machen, aber eben auch nur einmal. Aber 15 Level zu steigen, damit es nutzbar wird, das kannst du eigentlich schon fast knicken. Das ist so ziemlich nicht drin. Also daher ist auch die tatsächliche
Sinnhaftigkeit von Investitionen hier sehr übersichtlich. Wo war dann eigentlich Visibly da? Nehme ich da noch einmal rein, wa? Eiskann. Und sehe den Fluss? Ja, warum nicht? Dann kann ich vielleicht über Flüsse und Seen rüber spazieren wie Jesus. Das passt schon. Flumumbarum versuchen? Weil ich weiß, ich hatte früher auch benutzt den Zauber. Auch ein Angriffszauber gewesen, glaube ich. Aber ich weiß nicht, ob er was bringt. Na, Illusion ist alles Quatsch. Brauche ich auch nichts von. Hier habe ich ja schon gemacht, was ich konnte. Vielleicht nochmal investieren. Geht nicht. Ich habe noch 4 Punkte. Was soll ich damit machen? Ich habe keine Ahnung. Balsam. Ah, Balsam. Juhu. Ist aber ein Heiler. Darf ein bisschen Balsam machen. Oh, letzter auf Balsam. Fertig aus. Misslungen. Schön. Der Alp. Der gute alte Alp. Komm, der letzte Punkt auf Ausdauer, ich glaube 14 ist auch ausreichend bei einem Magier. Und auf 7 BP gestiegen. Das ist vernünftig, das finde ich gut so. Obwohl er kommt mit Volltreffer bei allen möglichen Sachen. Vielleicht mache ich sogar dann doch noch beim nächsten Mal auf Körperkraft. Vielleicht 15 noch ein bisschen besser. Ich muss es überlegen. Das Übliche würde ich sagen, Neugier runter. Ja. Ah, super. Mal, er hat aber ganz viel Astralenergie sich gerade und nicht so viel Leben. Ich würde sagen 2-2. Wählen Sie als Magier 10, ja. 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 Ich weiß leider nicht mehr, was ich gesagt hatte. Ursprünglich. Ob ich das dann noch einmal machen möchte oder nicht. Hä? Was jetzt? Ja, ich bin jetzt total irritiert. Moment, warte, was habe ich gerade? Habe ich gerade was falsch verstanden? Ah, ich habe keine Ahnung. Habe ich gerade 10 Punkte der Investition in Astralenergie investiert? Oh Mann. Sagen wir 3. So, hier habe ich mal. Ja, stimmt. Ich hätte jetzt 5-4 gehabt. Jetzt habe ich 3 dazu gemacht. Eigentlich habe ich 20 gehabt. Ich habe 5 davon investiert, offenbar in Astralenergie. Aber da 10 stand vorhin. Jetzt habe ich hier mal 3 wiedergegeben von meinen Zauberfähigkeitsversuchen zum Steigern. Ah, das ist total irritierend alles. So, misslungen, ist klar. Misslungen ist auch klar. Juhu! Misslungen. Also wenn man Zauberer hat, echt kompliziert das Ganze zu investieren und so weiter. Das ist auch nicht schön irgendwie. Jetzt muss ich überlegen, waren das Hiebwaffen bei ihm oder Speere, was er in der Hand hat? Ich habe keine Ahnung. Toll. Meine ich, dass ich es brauchen würde, aber... Parade, bitte. Eins von beiden war es gewesen, bin ich ziemlich sicher. Und ich steigere es gerne, damit ich ein bisschen Paradewert dazu kriege. Damit er entsprechend besser damit klarkommt. So, passt schon. Nicht zum Angreifen, sondern zum Verteidigen, ne? Klettern. Misslungen. Alp mag nicht klettern. Ihr schafft. Gut. Auf 7. Wunderschön. Schwimmen. Auf 7. Wunderschön. 5 ist vielleicht bei ihm auch schon ausreichend. Er ist ja kein großer Krieger und so weiter und so fort. Pflanzenkunde darf ein bisschen steigen, meinetwegen. Ja, gerne. Misslungen, ja, dann darfst du doch nicht steigen. Orientierung, ein bisschen höher auf jeden Fall. Das geht so nicht. Kann ja sich verläuft, egal wie, was, wo. So, 7 Pflanzenkunde. Handwerk hast du nichts von der. Oh doch, hast du theoretisch auch. Wissen aber, Magiekunde. Das hätte ich vielleicht noch bei einem beiden Elfen machen können, die Magiekunde. Aber hier bin ich mit, glaube ich, so viel Punkte, die ich habe, auch völlig im Reine mit allem. Und braucht da nicht wirklich was. 27 Punkte, viel zu viel. Ich glaube, ich kann künftig hierauf doch verzichten. Ich brauche nicht so viel. Das ist doch übertrieben viel. Egal. Flum bum barum. Flum bum barum nochmal? Muss es ja, weil ich Kampf als Hauptdingens habe, mehrmals ausrüsten versuchen können hier. Ah, sogar 3-mal. Ich bin begeistert. Ignifar. Igni. Ah! Noch ein Igni. Nein. Okay, vielleicht sind die Punkte, die ich habe, doch gerade mal so ausreichend tatsächlich. Geschafft. Und jetzt will ich sogar nochmal machen. Ich bin ja... Ah, misslungen ist jetzt von vorne? Nein. Nach jeder Steigung kann man nochmal 3-mal versuchen. Okay, es wird nichts. Schade, schade, schade. Fulmin. Na komm, ich will Fulmin auf 9 haben. Komm, gib ihm. Oh, verkackt.
Total verkackt. Okay, jetzt mal ein paar sinnvollere Sachen vielleicht. Wobei es schon was Sinnvolles, was man haben kann eigentlich. Körperkraft steigern gerne. Verständigung, nee. Hexenblick. Ich weiß nicht, was das hier ist, aber ich mach's einfach mal. Weil es kurz vor Nutzbarkeit ist. Das ist halt lustig. Duplikatus. Damit kann ich mich, glaube ich, tatsächlich selbst duplizieren und bin auch zweimal im Kampf drin. Ob ich dann mal zweimal dann kämpfen kann, das weiß ich wiederum nicht. Ah, natürlich. Eigenschaften wollen wir haben. Nicht Illusion, Hellsicht. Sensibars, okay. Eigenschaften noch einmal? Nein. Aber auf jeden Fall Analyse nochmal nach oben. Gott. Jetzt bin ich aber schon tatsächlich. Gar nicht so gut, wie ich dachte hier. Vorarmen. Okay, es ist doch knapp in den Punkten tatsächlich. Wo ich nichts mache, lohnt sich nicht. Skeletarius nehmen wir gerne mit. Ah, geht auch zweimal. Also man sieht schon, beim Zauber kann man schon eher vielleicht ein paar Dinge versuchen, die weniger Punkte haben. Denn offenbar kann ich dann, wie es aussieht, tatsächlich mehr als einmal versuchen, hier zu steigern. So. Ich bin durch und ich habe tatsächlich eine ganze Folge gebraucht dafür. Och meine Güte. Das ist halt mal wieder so schön im Spiel. Egal. Was haben wir hier? 5 Punkte zum Bewegen. Was haben wir? Oh. Tja, wäre das jetzt Sternschweif, könnte ich das Amulett ausrüsten und hier hin tun. Das hätte auch wahrscheinlich schon Eigenschaften. Das geht hier aber überhaupt nicht, bedauerlicherweise. Egal. Ich möchte mal die Attackenparadewerte checken. 10 und 9. Hat 9 und 0? Hä? Guck mal gar nicht hin. Ich hätte doch irgendwie was mit 11 oder sowas gehabt. Ah. Oh, ist ein Zweihand. Mist. Das Ding kann weg. Ist kein Ersatzwaffe. Er ist nicht für Zweihand gemacht. Egal. Ich hätte noch einen Robbentöter mitgenommen irgendwie. Oder habe ich verkauft versehentlich, ohne es zu merken. Und bist du ein Robben? Nee. Ich hab's nicht dabei. Cool. Egal, kriegst du mir jedenfalls diesen, das Entermesser als Alternativwaffe. Also, hier habe ich so wenig Parade. Das kommt überhaupt nicht hin mit dem, was gerade angesagt wurde. Merkwürdig. Ah, nee, warte kurz, vergiss es, gar nicht wahr. Das hier sind die Werte. Die habe ich verändert und die habe ich ja hier nach oben gemacht und das ist anders geworden dadurch. Das war's. Sie haben echt beschissene Paradewerte gerade. Das gefällt mir auch nur so halbwegs. Das heißt, hier ist aber auch 0, ne? Ja, hier ist 3. Ah, dafür ist jetzt hier komischerweise 10. Aber es ist ja... gab es halt nur die Chance, anzugreifen, zu treffen und eben abzuwehren. Und das ist nicht der Schaden. Der Schaden wird dadurch nicht beeinflusst. Wie viel Schaden ich mache, das weiß ich anhand dessen einfach nicht. Und das ärgert mich dann doch ziemlich, muss ich sagen, weil ich gerne wissen würde, wie viel Schaden ich machen kann. Aber ich probiere mal mit diesen hier. Oh, meine Güte, machst du automatisch runter oder was? Oh. Oh. Wo ich hier auf 10 bin, nur ein weniger, habe ich 3 weniger davon. Mein klar, die Parade weniger, das gibt Sinn, aber Ich versuch's mal so, guck, wie viel Stand er jetzt macht. Dass er mehr einstecken muss, ist klar dann, aber trotzdem. Immer wieder interessant hier. Ja, 10 Parade, sehr schön. Mal gucken. Speer, okay, es ist doch ein Speer. Das heißt, ich muss nur Speere und nichts anderes machen bei ihm, weil er nie kaputt gehen würde, er ist unzerbrechlich. Und ihr habt ihn sowieso, ich werde auch niemals die Waffe wechseln, weil er einfach nichts anderes in die Hand kriegt von mir. Was soll der Quatsch? Auch hier hat er seinen Stabzauber drauf. Gut. Fertig. Aus. Ende. Aber ich sehe gerade... Ich habe offenbar... Hatte ich nicht... Wo war das? Ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich nicht, oder? Da war wahrscheinlich die Rüstung das fehlt, was ich meine. Weil ich hatte irgendwie diesen Umhang mal gehabt, den ich vorhin auch verkauft habe. Aber war wahrscheinlich dann in der Rüstungsslot gewesen, nichts irgendwie anderes. Oder ich bin da echt schon so lange wieder raus. Ich habe keine Ahnung. Ah, wird schon stimmen. So oder so ähnlich. So, oh, noch eine Tür. Ach, wie schön. Na dann. Nicht kaputt gehen, Dietriche. Ich meine, ich kann auch zaubern, so ist nicht.
Schön Vorarm sprechen. Taya, Mensch! Ach, Taya, Mensch! Geh doch. Was ist denn dein XP eigentlich? 16. Ach, die ist so viel besser als der Rest. Ah! Der Vorteil des Schlösserknackens halt. Eine Schatztruhe. Und zwar eine richtig dicke. Oh, mit Totenschädel. Entermesser, 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 Lederhelm, Schild, Schild, Dolch, Dolch, Amos, Kettenhelm. Das gibt Geld.